1989 bin ich in meine Ordensgemeinschaft ins Noviziat gegangen. Und es war einfach ein neues Leben für mich, wo ich schauen musste, wie geht es. Und dann auf einmal kam die Wende, die Grenzen sind aufgemacht worden. Und wir hatten in unserer Ordensgemeinschaft so den Gedanken, dass wir nur in Deutschland Urlaub machen dürfen. Und dann habe ich mich natürlich damals sehr gefreut, dass es geheißen hat, Deutschland ist ja viel, viel größer und viel weiter. Und schon bald danach, 1990, sind wir dann aufgebrochen, haben einen ersten Besuch gemacht in Ostdeutschland, haben dort Mitbrüder besucht, Freunde kennengelernt und einfach auch entdeckt, wie weit und wie schön auch das deutsche Land ist. Und ich bin dankbar dafür, dass es so gewesen ist und ich dadurch einfach viel mehr Weite auch habe.